Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Und ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, ob Schokolade oder Vanillemousse gemeint ist. Das, was uns halt der Mousse-Man bringt. Das stelle ich mir jetzt gerade ein kleines bisschen so ähnlich vor wie in diesen klassischen amerikanischen Serien und Filmen, wo wirklich noch der Eismann durch die Suburbs fährt und die Glocke läuten lässt und dann rennen die Kinder alle nach Hause, damit sie dann von John Carpenter erschossen werden. Nein, ich glaube, da habe ich gerade was verwechselt. Anyways, der Mousse-Man ist dann vielleicht eben derjenige, der uns halt das Schokomousse vorbeibringt oder aber auch was komplett anderes, was vielleicht eher ein bisschen was mit der nordischen Mythologie zu tun hat. Das ist nämlich tatsächlich dann eher der Inhalt von diesem Spiel. Das kenne ich ja tatsächlich schon. Ist Mousse-Man nämlich in dieser Version das erste Mal mir jetzt auf der PS Vita untergekommen, aber trotzdem in der PS4, also auf der PS4 schon länger in meiner zumindest digitalen Spielesammlung. Da habe ich sogar vor einigen Monaten bereits einen umfangreichen Trophy Guide gemacht. Das hier ist eine Platin Trophy, die man sich in circa 1 3/4 Stunden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, verdienen kann. Ein nettes kleines Adventure, wo man nur ein bisschen auf Collectibles aufpassen muss. Interessant nämlich, dass das eines der zwei letzten Spiele jetzt ist, die überhaupt physisch für die PS Vita veröffentlicht werden über East Asia Soft, und dabei in dieser limitierten Edition finde ich ein absolut wundervolles Cover-Artwork aufweisen. Einerseits mag ich diese 3D-Prägung, andererseits mag ich, wie man dieses Licht- und Schattenelement aus dem Film hier mit dem quasi Negativeffekt in dem Charakter hier sehr schön hervorgehoben hat. Natürlich auch hier wieder die Verarbeitung der Box absolut hochwertig. Alleine eben die Tatsache hier, wie das Frontcover dann auf den Spine übergeht, der diesmal, glaube ich, weil sonst war das, glaube ich, schon immer keine Prägung mehr beim Titelschriftzug hat. Außerdem dann hier auf dem Backcover noch ein paar Infos rund um das Spiel und die Goodies von dieser Edition. Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um eine limitierte Fassung, von der ich hier laut Hologrammsticker die Nummer 631 habe. Aber es wird an der Zeit, dass wir ins Innere schauen. Da hat man bei East Asia Soft auch bei den letzten Cases wieder auf diese nervigen Laschen verzichtet, sodass man die Box einfach wesentlich leichter und ohne irgendwas umzuknicken öffnen kann. Und wir entnehmen sämtliche Goodies, die hier drinnen sind. Einerseits mit einem, finde ich, ziemlich coolen Design, das eben mehr noch an den Grafikstil des Spiels dann erinnert. Hier diese Karte hier mit einigen Informationen, wie eben zum Beispiel unserer individuellen Limitierungsnummer noch einmal von den 1000 Stück. Außerdem natürlich auch hier wieder ein paar geprägten Sachen, und auf dem Backcover gibt es dann quasi hier nicht diesen Ausschnitt, sondern ja halt was im selben Stil wie das Frontcover Artwork der Box. Außerdem habe ich mit dem Box Artwork eben zu diesem Spiel hier noch einen Sticker von PlayAsia dazu bekommen. Und was natürlich bei dieser Edition nicht fehlen darf, das ist dann das, well, eigentliche Spiel. Und da bekommen wir natürlich wieder eben diese PS Vita Cartridge hier. Nein, ist es auch wieder nicht. Das verwirrt mich, dieses Waldgemälde. Lass mal das. Mit dem eigentlichen Spiellogo hier eigentlich relativ schön auf diesem Frontcover hier. Außerdem und dann einem etwas klassischeren Backcover hier mit ein paar Infos rund um das Spiel, ein paar Details eben. Aber was wir auch finden können, ist dann ein Wendecover hier mit einem, wie ich finde, sehr netten, aquarelligen, durchgehenden Motiv. Und natürlich auf der rechten Seite die putzige kleine PS Vita Cartridge hier. Die werde ich mir an der Stelle dann, wenn die Kamera mal scharf stellen wollte, gleich auf die Seite legen, denn das wird eines der nächsten Spiele sein, das tatsächlich in der Vita landen wird. Außerdem gibt es in dem Fall auch wieder ein kleines Manual mit dazu, wo man eben einerseits ein bisschen was über die Steuerung erfährt, die jetzt im Fall von dem Spiel nicht sonderlich kompliziert ist, aber was über die Stories, die Trophies, die man in diesem Fall verdienen kann, und das war's dann aber auch schon. Und last but not least hat East Asia Soft auch diesem limitierten PS Vita Release wieder ein ganz besonderes Goodie spendiert, nämlich einen Original
Original Soundtrack. Und ich weiß nicht wieso, obwohl es natürlich ganz offensichtlich ist, dass hier einfach das Cover-Artwork nicht im richtigen Format vorliegt und man sich deswegen mit fetten schwarzen Balken aushelfen musste, quasi ein 2,0:1 Cover-Artwork. Aber trotzdem finde ich das so, wie das eingebettet wurde und so, wie das beschriftet wurde, irgendwie fast passend, weil, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das Spiel selber auch diese schwarzen Balken oben und unten hatte. Also nicht alles, was auf den ersten Blick nach Faulheit ausschaut, ist dann auch wirklich Faulheit. Warum das Case dann von vornherein so einen fetten Kratzer hat, das ist natürlich eine andere Frage. Aber wir bekommen hier die Tracklist mit demselben Cover-Artwork, das wir schon außen an der Box hatten und finden dann innen einerseits hier mit noch einmal diesem Design, aber fast schön durchgehend hier im Inneren mit eben dem Track, der Tracklist noch einmal auf dem Coverblatt und hier dann in Natura dieses Hintergrunddesign. Schaut alles, finde ich, sehr, sehr stylisch aus. Auf den ersten Blick ist natürlich recht viel hier in Grau gehalten, aber auch das passt ansatzweise zum Spiel. Ich mag auch die Tatsache, dass man sich dann für dieses Motiv auf der Disc entschieden hat. Das ist so einfach irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, aber damit, wie viel Arbeit und Mühe man ganz offensichtlich in dieses Design hier investiert hat, wirkt das Ganze für mich trotzdem nicht, als wäre das irgendwie eine billige Verpackung, wo man sich einfach Arbeit ersparen wollte. Das passt sehr gut zum Stil vom Spiel. Das macht für mich optisch eine Menge her und das ist auf jeden Fall ein cooles Package und in dem Sinne dann irgendwie auch ein würdiger Abgesang für die PS Vita, denn das ist mittlerweile jetzt tatsächlich, nachdem ja Sony schon ganz hochoffiziell die Produktion von PS Vita Cartridges eingestellt hat, eines der letzten Spiele, die überhaupt in physischer Form für die PS Vita erscheinen werden. Und eines, das finde ich, mich vor allem von der Spielauswahl ein bisschen überrascht hat, aber in erster Linie finde ich hier eine recht coole Verpackung spendiert bekommen hat und das mit einigen hochwertigen Goodies, die sich jetzt aber von mir hier nicht ganz so gern wieder einpacken lassen wollen, wie ich das von Ihnen vielleicht gewohnt wäre. Ich glaube, da hat irgendein Falz spielt dann nicht ganz so mit, wie er das eigentlich sollte. Deswegen lasse ich das jetzt einfach einmal so und werde das dann nachher off-camera reparieren.